Hey Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns und ich musste jetzt gerade zweimal noch die Stelle mit diesen Wespen und sowas alles machen hier und mit der Schweineschnauze und so, weil es tatsächlich halt ein kleiner Bug war. Gott sei Dank bin ich durchs richtige mehrmals sterben, konnte ich dann ab hier einfach das Level nochmal beginnen, sonst weiß ich auch nicht, was ich sonst tun würde. Jetzt kann ich das jedenfalls ohne weiteres kaputt machen, weil die Musik ist auch wieder normal. Ist immer ein bisschen blöd, wenn das Spiel dann so nicht mitmacht. Vor allem, weil es halt automatisch speichert. Und ja, was soll man da dann schon machen, ne? Wenn das dann nicht klappt. Okay, jetzt wird mir der angezeigt. Was mache ich jetzt? Komme ich da über die Schubladen? Ja, komme ich ohne weiteres rüber. Sehr schön. Jetzt sind die weggegangen und da geht's dafür weiter. Okay, cool. Schön. Na, dann hoffen wir mal, dass jetzt hier keine weiteren Bugs kommen. Sind diese Wasserdinger eigentlich gefährlich? Ich will es nicht ausprobieren. Oh, eine Speicheruhr. Na toll. Hier kommt eine Speicheruhr. Wieso nicht gleich so? Hätte ich das letzte Stück noch geschafft. Ist das der normale Weg oder ist es ein Sonderextraweg? Manchmal weiß ich immer nicht so recht. Ich gehe lieber mal erstmal hier hin, sonst verpasse ich das noch wieder. Lade meine Energie und gehe durchs Schlüsselloch. Sonst heißt es wieder, ich habe was verpasst. Das will ich ja nicht. Na komm. Hast dich satt gesoffen an der Blume? Durch mit dir. Ich hoffe, dass ich alle meine Zehen auch wieder habe. Ich weiß jetzt nicht beim letzten Part, was ich da an Zehen hatte. Und ob das jetzt genauso viele wieder sind wie vorher. Ich hoffe es. Radcliffe hat mich nur einmal hereingebeten. Komischer Vogel. Mächtig stolz auf sein Plunder. Ming, hat er gesagt. Und zum Teil Tokugawa, Japan. Schien mir nicht so der Samurai-Typ zu sein. Vielleicht gerade deswegen. Ich kann mir vorstellen, dass es zur damaligen Zeit auch echt noch was total Besonderes war, wenn jemand solche asiatischen Vasen hatte und überhaupt so Bescheid wusste und so. Früher gab es noch kein Internet und das alles. Von daher, da war der Therapeut da schon gut dabei. Aha. Okay. Und hoch und rüber. Ach, wie cool diese Idee immer ist. So, ich darf jetzt nicht runterfallen. Wie schön ihre Haare auch immer mitwehen. Auf was so alles geachtet wurde. Wie schön mein Spiel immer mitruckelt. Für die Atmosphäre. Oh. Schön auf dem Podest. Der Brandherd war relativ leicht zu bestimmen. Erst geriet die Bibliothek in Brand, verheerend wurde es, als die Gasleitung explodierte. Oh, unsere dritte Tür, unsere dritte Erinnerung. Ich bin gespannt, was kommen wird. Hat mir das Leben gerettet. Ich überlebte, weil sie mir den Fluchtweg wies. Ich habe die Lampe nicht in der Bibliothek gelassen und Dinah hat sie nicht umgestoßen. Die Lampe und Dinah waren oben, als ich ins Bett ging. Dinah war bei mir im Zimmer, als das Feuer ausbrach. Das war der dritte Schlüssel. Das war die dritte Erinnerung. Ein Stück der Wahrheit wiedergefunden. Tja, sie weiß jetzt, dass sie es zumindest nicht unten war und das ist ja sehr wichtig für Alice zu erkennen, dass sie nicht unten irgendwie das Feuer umgestoßen hat oder dass die Katze es war oder sonst wer.
Also vielleicht jemand anderes, aber... greife ich da einfach ein? Ja. Yippie. Boah, die machen die voll fertig. Oh Gott. Wieso sterben die nicht? Okay, jetzt sterben sie. Jetzt komm schon. Ach Mann. Ja, dann eben so. Blöde Wespe. Das ist schrecklich, oh große Raupe. Warum hast du uns verlassen? Die Tür ist verschlossen. Nur wer die Glocken in richtiger Abfolge erklingen lässt, kann sie öffnen. Eine zweifelhafte Ehre, nehme ich an. Bist du bereit? Ja. Eingebrannt wie Funkel, Funkel, Fledermaus. Funkel, Funkel, Fledermaus? Geh zu dem Baum. Hilf unseren Brüdern. Funkel, Funkel, Fledermaus. Keiner kennt das Lied. Okay, die armen Ameisen, Heuschrecken, was auch immer. Die tun mir ja schon ein bisschen leid. Kann ich hier durch? Musik zähmt unsere niederen Triebe, Alice. Übe. Das Klavier steht nicht nur zur Zierde da. Da auf der anderen Seite ist bestimmt auch noch was. Ha, ich bin gut. Ich hab's gefunden. Und ich hab die Melodienreihenfolge auch ganz gut hinbekommen. Klappt übrigens, das klappt auf jeden Fall besser mit dem Gamepad als früher mit der Tastatur, finde ich. Aber es ist ja auch, der eine spielt damit lieber, der andere damit. Ich glaube, ich bin eher so der Controller-Typ. Ja, sehr schön. War jetzt hier? Achso, das ist die andere Seite, ne? Ich dachte, da war was. Aber nö. Naja, wir haben ja auch gerade erst eine Erinnerung gefunden. Dann wollen wir hier mal durchgehen. Ach, schön, mit den Fischen das Yin-Yang-Zeichen nachgestellt. Ah. Leute! Ihr nervt mich langsam. Wo ist denn das Ding? Da! Das suche ich die ganze Zeit. Die Wespen nerven mich nämlich so. Ja, dann bist du jetzt der Letzte oder? Nee. Da ist doch noch ein Nest. Wo ist das Nest? Oh. Ja, immer dann müssen die kommen. Nervt mich nicht. Oh, langsam. Da oben ist das Nest. Jetzt reicht's mir. Schluss.
andere Nest. Wo ist das nächste Nest? Endlich ist die erledigt. Wo ist jetzt das Nest? Da. Direkt vor meiner Nase. Ey, es reicht mir mit euch. Haben wir es dann? Ich hier kurz vorm Sterben. Das war nicht super gekämpft. Aber hey, ich habe es geschafft. Von daher ist mir nicht egal wie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer noch nicht zu Ende. Nee, da kommen doch noch wieder mehr. Jetzt aber, na endlich. Meine Fresse. Ich sehe den Qualm der Raupe schon. Ich hoffe, wir finden sie jetzt gleich. Das wäre schön. Hier komme ich her. Irgendwas, was ich hier noch wieder und so? Nee, kann ich da nicht? So, nö. Ich glaube nicht. Nee, ich soll nach rechts? Okay. Dann gehen wir nach rechts. Ist da vorne noch... Oh, oh. Nichts übersehen. Wie gemein. Wenn man sich nicht nochmal umdreht, dann... Huch. Hm? Okay. Mit der T-Kanone kann man flugs ganze Gruppen und so weiter. Okay, gut, dann nächste Runde. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich doch wieder was übersehen habe, aber naja. Okay. Ja, nee, ist klar. Wenn sie so wegfliegt, wie soll man das denn dann schaffen? Hallo? Also vieles steuere ich nicht, nur dass ihr es wisst. Vieles wird auch mit Absicht schwer gemacht. Oh oh. Oh oh, ihr geht's langsam gar nicht gut. Das ist aber nicht schön. Ich will Heilung. Ich will Heilung. Ich will nicht sterben. Ja, ich sehe ja schon, dass es mir schlecht geht. Nein! Noch mehr von euch Viechern? Die haben mir wenigstens ein bisschen Heilung wiedergegeben. Ich schätze mal, dass nachher bestimmt hier so eine Dinger angehen.
Da komme ich jetzt so nicht weiter. Es muss noch mehr Viecher geben, die ich kaputt machen kann, damit ich da hinten das Ding zerhauen kann. Ach, wie schön hier wieder mit dem Wasser und so. Platsch, platsch, platsch. Ja, und nu? Ist zwar total schön hier, aber muss das ja kaputt hauen können. Ach, jetzt? Ach so, ja, okay. Geht schon, alles klar. Wie komme ich da hin? Wo muss ich anfangen? Ich muss mir mal einen Überblick machen erstmal. Aber der geht doch nicht. Welche gehen runter jetzt? Die drei? Der eine. Oder? Nur der eine? Auf den komme ich doch gar nicht erst rauf, oder bin ich nicht ordentlich gesprungen? Ach, da vorne könnte ich es aber schaffen. Wenn ich nach links rumgehe und nicht nach rechts rum. So hier lang und so. So. Aha. Ach, Leute. Na, was haben wir hier noch Feines? Ganz viel schöne Heilung. Habe ich was übersehen jetzt? Ich hoffe nicht. Bitte, bitte nicht. Ih, guckt da eine Zunge raus oder so? Nee, irgendwas anderes. Mhm, okay. Na denn. Ich sehe goldene Zähne. Wie komme ich hier rechts um die Ecke? Ich will da rechts um die Ecke. Ah. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch. Das war eine goldene Flasche. Die hat bestimmt noch schönere Extras irgendwie im Nachhinein als die anderen, schätze ich mal. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Nix. Wir müssen auch mal gucken, ob wir nachher mal wieder Waffen-Upgrade und so. Na komm raus. So, da oben ist wieder ein Ring. Da, ja. Okay, machen wir eben so. Ach, das Piepen, ja. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Was, wer will noch? Och, nö. Na komm jetzt. Blödes Gesicht. Und endlich hört die Musik auch auf. Sehr schön. Wie komme ich oben an den Ring?
Alice. Wenn ich sage links, dann bitte auch links. Oh, 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 da oben will ich. Oh, und da will ich auch rüber. Ich will auf beide Seiten. Hm. So, komm. Hol dir die schönen Extras. Ja, ja, hol dir die schönen Extras. Ja, ist die Frage, was wir als nächstes upgraden wollen von den Waffen. Och, jetzt hör auf zu piepen. Du hast doch schon gepiept. Es reicht. Was wollte ich noch? Da oben wollte ich noch ran. Ja, wie komme ich da oben hin? Bestimmt, wenn ich das hier kaputt mache. Ja. Ja. Nein. Ja, weiß nicht. Was mache ich hier? Schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Nein, so wird das nichts. Nicht mit Hektik, meine Liebe. Kameraperspektive bitte ändern. Mit dir. Oh, dass die Kamera immer so manchmal nicht hinterherkommt, ist auch doof. Und die Perspektive ändert sich ständig. Hast du sowas? So. Na komm. Wartet mal bitte. Ich bin nicht so... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt nochmal den blöden Dings ziehen? Oh. Gehen die hoch und runter? Gehen die hoch und... Gehen die hoch... Kann... Da... Ich hasse das. Also gehen die hoch und runter. Ja, dann muss ich ja nur warten. Und soll ich den jetzt auch nochmal ziehen? Oder wie? Nee, muss ich nicht. Und wie komme ich da hinten? Da war doch noch so ein... Das schaffe ich schon wieder nicht. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich will oben hin an dieses braune Tor-Dings. Weiß aber gerade überhaupt nicht, wo das überhaupt nochmal war. Weil ich will jetzt nicht hier raus. Ihr wisst schon, ne? Ich will eigentlich auf die andere Seite nach oben. Ich muss also irgendwie hoch. Hier, da. Da ist auch noch ein Loch. War ich da jetzt schon? Ja, ne? Ja, da war ich schon. Okay, dann also mal da oben. Da muss ich hin. Dann muss ich da so rüber hüpfen und auf die andere Seite hüpfen. Und nicht wie gerade eben, geradeaus. Genau, auf dich will ich. Und auf dich will ich. So, jetzt hab ich's. Genau, deswegen habe ich den Zahn auch noch nicht gehabt. Und hier will ich nochmal durch. Schade, und ich dachte, hier wäre so ein... Ne? Hm. So, und jetzt? Ah. Okay. Alles klar. Kapiert. Ja, ich kann auch so. Was denkst du denn? Dass ich hier 100-mal meine Kanone auf dich mache und es bringt eh nichts? Pfö. Zeig dich. Was wird denn das hier? Unsichtbarer Kampf oder was? Hä? Du komisches Vieh, du hast auch Besseres zu tun. Geht zum Beispiel da jetzt durch.
Oh, der Part wird viel zu lang. Aber ich will das irgendwie noch schaffen bis zur nächsten Speicheruhr. Hm. Geh da durch jetzt. Geh. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Alice muss schnell zum Tee. Ja, back dich fest. Ich weiß nicht. Ist alles so schleimig und eklig hier. Und ich wette, hier gibt es noch irgendwas zu holen und ich übersehe es. Aber weil ich gerade so hektisch werde wegen der Zeit und es stresst mich ein bisschen. Und angerufen wurde ich auch noch. Gucke ich jetzt hier nochmal so ein bisschen in die Ecken rein. Aber das war's dann auch. Hier so ganz rum. Ganz geschickt versteckt. Nö. Wäre ein guter Versteckort gewesen. Ist hier noch was? Ist hier eine Schnauze? Fliegt hier noch was rum? Irgendwas? Nö. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir da durch. Eine Speicheruhr und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Alice Madness Returns und sprechen dann mal mit dem Gelehrten da vorne. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis dann.